Gemeinsam mit Ingenieur Wolfgang Mastny besichtigten wir den Baufortschritt des Grünerhauses in Laxenburg. Ursprünglich wurde das Grünerhaus zwischen 1700 und 1718 als Palais Dietrichstein errichtet. Später wurde es für Erzherzogin Marie-Christine, eine Tochter Maria Theresias, umgebaut. Das Haus war später zeitweilig die Wohnung des Schlosshauptmannes. Die Bezeichnung Grünerhaus bezieht sich auf Graf Karl Grüne, den Generaladjutanten Kaiser Franz Josefs. Jetzt wird es renoviert. Das Interessante aber bei dem Gebäude ist, es ist immer wieder sehr, sehr lückenhaft dokumentiert und vieles an diesem Gebäude wird für immer ein Rätsel der Geschichte bleiben. Ein Rätsel der Geschichte, aber jetzt nicht mehr, denn es habt ihr einen neuen Mieter gefunden. Seit vielen Jahren ist die ASA hier eingemietet. Dennoch ist das Gebäude in die Jahre gekommen und es war jetzt erforderlich, einiges zu erneuern. Was genau habt ihr das letzte halbe Jahr hier gemacht? Wir haben jetzt dank der Republik Österreich und den beiden Bundesländern Wien und Niederösterreich, denen natürlich unser herzlicher Dank dafür gilt, eine komplette Generalsanierung der Außenhaut einleiten können. Wir haben das Dach zur Gänze erneuert. Das war eigentlich eine unserer größten Sorgenkinder. Da hat es überall schon hineingeregnet mit den entsprechenden Schadensbilden im Inneren. Wir haben sämtliche Fenster erneuert und teilweise auch energetisch hochgerüstet, dass also das Gebäude auch etwas klimafreundlicher geworden ist. Und natürlich der Hauptteil, die Fassadeninstandsetzungen mit allen Steinfiguren, mit allen Steinteilen, Natursteinteilen, die es hier gibt, war natürlich einer der Hauptbrocken. Das Denkmalamt hat hier einiges mitzusprechen. Es gibt noch Vasen aus der Zeit von Maria Theresia. Es sind auch Figuren, die hier im Eingangsbereich zu sehen sind. Weiß man, woher die kommen oder wie alt sie wirklich sind? Die meisten werden wahrscheinlich noch aus dem Erbauungszeitalter stammen, also etwa 18. Jahrhundert. Mich freut es ganz persönlich besonders, dass diese Vasen nun wieder heimgekehrt sind. Die waren aufgrund von der Baufälligkeit jetzt viele, viele Jahre im Depot. Und da ist es umso schöner und es freut einem umso mehr, wenn man diese alte Pracht hier wieder dort, wo es hingehört, bewundern kann. Wofür wird denn das Gebäude schlussendlich dann genützt? Die JASA hat das Gebäude in Verwendung als Betriebsküche, als Schlossrestaurant für die eigenen Mitarbeiter, aber auch als Bankettbereich für Empfänge, für die Feierlichkeiten, die die JASA mit ihren insgesamt 28 internationalen Mitgliedern abhält. Der letzte Bauabschnitt ist quasi jetzt im vollen Gange. Ihr müsst noch diesen Innenbereich, diesen Einfahrtsbereich sanieren. Was ist noch zu machen? Die Außenflächen rund um das Gebäude haben wahrscheinlich am meisten gelitten. Das grüne Haus erstrahlt schon fast in neuem Glanz. Das Rundherum ist natürlich auch ein großes Anliegen von uns. Das wird natürlich entsprechend dem historischen Vorbild gärtnerisch ausgestaltet, erneuert. Es wird hier im Innenhof wieder einen wunderschönen Kiesbelag, ganz wie zu Kaiserszeiten, geben.